Herzlich willkommen bei Nickmann TV. Heute zeigen wir euch ein Einfamilienhaus in Mendenschwitten. Kommt mit! Hi zusammen, mein Name ist Michael Kasperczyk, ich bin Immobilienmakler bei Dickmann Immobilien in Menden und heute wollten wir euch hier das schöne Einfamilienhaus zeigen mit ca. 184 Quadratmetern, 339 Quadratmeter Grundfläche und glaubt mir, es wird eine richtig schöne Besichtigung. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich und wie ihr schon seht, es ist schön recht offen und groß. Ihr habt hier viele Möglichkeiten, zum Beispiel habt ihr hier vorne zwei Räume, die wurden zum Beispiel als Büroräume benutzt oder als Praxisräume. Da ist alles natürlich ganz flexibel, wie ihr es auch möchtet. Könnt ihr als Hobbyraum benutzen zum Beispiel. Hier vorne geht es noch weiter mit einem weiteren Raum. Des Weiteren haben wir hier einen Heizungsraum mit einer klassischen Gasheizung. Hier finden Sie auch die Anschlüsse für die Waschmaschine und den Trockner. Können Sie natürlich auch die Wäsche mit aufhängen, was natürlich optimal passt, wenn es schön warm ist, weil die Heizung hier drin ist. Des Weiteren haben wir hier unten ein Gäste-WC. Insgesamt drei in diesem Haus. Und wenn Sie Besuch haben oder wirklich eine Praxis haben oder ein Büro, dass die Gäste auch hier auf Toilette gehen können. So, jetzt gehen wir hoch in die erste Etage und da gibt es noch viel mehr zu sehen. Fangen wir mit der Küche an. Die Küche bietet viel Platz für ordentlich Stauraum. Man kann sich hier ein bisschen entfalten. Und das Gute ist, wenn man was zu essen gemacht hat, kann man direkt hier durch die Tür in den Wohn-Essbereich kommen. Sieht das nicht klasse aus? Gucken Sie sich diesen Platz an. Hier können Esstisch stehen. Hier vorne können Sie Ihre Couch mit dem Fernseher. Und es ist sogar möglich, einen Kamin mit einzubauen, der zum Beispiel hier stehen könnte. So, schauen wir uns mal den Außenbereich an. Ja, der Außenbereich bietet genügend Platz, zum Beispiel mit den Kindern Fußball zu spielen, eine Schaukel aufzustellen oder sogar mit den Freunden eine kleine Grillparty zu machen. Was natürlich sehr schön ist, die Aussicht. Von hier aus können Sie natürlich nach Fönnenberg und nach Wickede schauen, bei gutem Wetter selbstverständlich. Und das Haus grenzt an ein Neubaugebiet. Das heißt, es ist eine super ruhige Lage, Kindergarten, Schule, alles in der Nähe. Alles, was man für Familien braucht. So, des Weiteren auf der ersten Etage finden Sie auch die zweite Toilette, wo man natürlich, wenn man Gäste hat oder auch natürlich man selbst, nicht immer hoch und runter laufen muss. So können Sie einfach hier aufs Klo gehen. Gehen wir eine Etage höher. Ja, hier oben angekommen sind die Schlafräume. Genügend Platz für eine große Familie. Das erste Kinderzimmer mit zwei Fenstern bietet viel Platz fürs kleine Kind, um zu spielen, um zu schlafen oder vielleicht sogar schon um Hausaufgaben zu machen. Das Bad mit Dusche und Badewanne, großem Fenster, schön viel Licht, bietet natürlich alles, was das Herz begehrt. Aus der Toilette raus, beziehungsweise aus dem Badezimmer raus, kommen wir zum zweiten Kinderzimmer oder Schlafzimmer, was etwas größer ist. Aber auch optimal fürs kleine Kind oder ihr Kind oder vielleicht sogar ihr Hobbyraum ist. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Dieses schöne große Zimmer mit Galerie. Das ist der Wahnsinn. Es sieht super klasse aus, es macht super viel her und bietet natürlich so viel Stauraum und so viel Platzmöglichkeiten. Da kann man wirklich machen, was man möchte. Aber hey! Was macht ihr da unten? Kommt hoch, hier gibt es noch ordentlich was zu gucken. Habt das geschafft, super. Hier oben angekommen, sehen wir die Galerie von oben.
den schönen Blick nach unten. Man kann sich vorstellen, dass man hier vielleicht einen kleinen Bürotisch hinstellt, ein bisschen ein paar Arbeiten macht und alles unten im Blick hat. Des Weiteren haben wir hier zwei kleine Zimmer. Die bieten sich optimal für Stauraum oder natürlich auch heutzutage für Gaming-Zimmer, für Spielezimmer, wer weiß. Und schaut euch diese Aussicht an. Ja, unten angekommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Natürlich bekommt ihr einen viel, viel besseren Eindruck, wenn Sie persönlich hier sind. Des Weiteren, was ich noch nicht erwähnt habe, hat dieses Haus eine Garage. Das Garagentor ist elektrisch aufzumachen. Sie haben eine Fernbedienung. Und es befinden sich noch zwei weitere Stellplätze hier außen. So, wir sind durch. Ich hoffe, das Haus hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Interesse haben an diesem Haus, dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Wir würden uns super freuen. Alle Kontaktdaten, alle Informationen finden Sie unten in der Beschreibung unter dem Video.